Die technologischen Veränderungen müssen im Kontext einer neoliberalen Wirtschaftsstrategie gesehen werden. Es findet eine Verlagerung der Einkommenszuwächse in Richtung der Besitzer von Eigentum, von Aktien, von Vermögenswerten statt. Und vieles geht von hier aus, von Genf, weil auch die Weltorganisation für geistiges Eigentum, die WIPO, in Genf ihren Sitz hat. Als ich zum ersten Mal hierher gekommen bin, war es eine winzige Organisation, die die Menschen belächelt haben. Heute gehört WIPO das größte Konferenzzentrum in Genf. Es ist das Symbol dafür, dass ein System konstruiert wurde, bei dem das Einkommen, das generiert wird, mehr und mehr an Patent, Copyright oder Markeninhaber geht, die alle bei der WIPO registriert sind. Ihnen ist so über Jahre ein steter Geldfluss aus dem Patent- oder Markenschutz garantiert. Wenn man aber auf seine Arbeitskraft angewiesen ist, dann ist man damit konfrontiert, dass die Löhne stetig sinken. Und deshalb ist dieses System in seinen Grundfesten korrumpiert. Und die neuen Technologien sind nur ein Teil davon. Zwar ein wesentlicher, aber sie sind nicht der Motor dieser Veränderung, die wir gerade erleben. Wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, könnten wir eine Verschiebung sehen, weg von regulären Jobs hin dazu, dass man mehr Zeit mit karitativer, mit freiwilliger Arbeit verbringt, mit Arbeit in der Gemeinde, mit dem Ausbau unserer Fähigkeiten und der Möglichkeit, unsere Zeit selbst einzuteilen. Menschen in prekären Jobs müssten dann nicht mehr 60 Stunden pro Woche arbeiten, nur um ein kleines Einkommen zu haben, so wie das heute der Fall ist. Es ist eine paradoxe Situation. Auf der einen Seite haben wir Menschen, die sagen, die Roboter werden Millionen Arbeitsplätze wegnehmen. Und auf der anderen Seite kritisieren Leute das Grundeinkommen und sagen, es würde dazu führen, dass die Menschen weniger arbeiten. Wenn es ohnehin weniger Arbeit gibt, dann wäre das doch eine gute Sache. Wenn Sie Leute fragen, wollen Sie Ihr Leben verbessern? Und wenn Sie ein Grundeinkommen hätten, würden Sie aufhören zu arbeiten? Sie würden ein Ja auf die erste Frage erhalten und ein Nein auf die zweite. Mit anderen Worten, 98% der Menschen wollen ihr Leben verbessern. Und kein Grundeinkommen könnte diese zutiefst menschliche Motivation stoppen. Inzwischen ist das bedingungslose Grundeinkommen europaweit in Diskussion. Seit Anfang 2017 bekommen in Finnland versuchsweise 2000 Arbeitslose 560 Euro und eine Wohnbeihilfe. Das Geld muss nicht versteuert werden und man kann unbegrenzt dazu verdienen. Nach 2 Jahren soll erhoben werden, ob und wie es sich auf das Verhalten der Menschen ausgewirkt hat. Ein wichtiger Schritt. Adopted.